Also entweder oder Frage. Ist ja mal gemacht. Die erste Frage kommt direkt aus Instagram vom Jojo. Er hat gefragt, ob Süßgetränk oder Wasser. Wenn ich aussuchen kann, Süßgetränk. Okay. Aber nicht immer. Nicht immer. Okay. Dann haben wir zweites. Sekt oder Selters? Was? Eigentlich auch Wasser. Sekt oder Selters? Man könnte sagen Sekt oder Champagner. Ich trinke kein Alkohol. Gut. Tipptopp. Danach haben wir Petey oder Lilly King. Piti. Adam Petey oder Lilly King. Ja, Adam Piti. Warum? Weil es ein Mann ist Nein, oder ist das? er ist mir sympathischer. Lilly King ist der nicht so sympathisch? Ich weiß es nicht, aber also ja. Ja, war's gut. Ja, Adam Peaty. Gestern war, glaube ich, auch klar Adam Peaty beim Yannick. Jetzt haben wir McDonald's oder Burger King. McDonald's. Warum? Gibt es da was Leckeres als Burger King? Ja, ich habe Was Burger magst du? King gern. Also irgendwie, ich finde es nicht so fein. Was magst du am liebsten bei McDonald's? Big Also Mac. wenn du mal darfst. Big Mac. Big Mac, okay. Habe ich früher jede Woche einmal gehabt, Oh. wo ich im Gimmick gewesen bin. Okay. Da wird sie ganz rot, ja. Nee, nee. Dann haben wir die nächste Runde. Kleid oder Hose? Hose. Jetzt haben wir nächstes. Schweiz oder Italien? Schweiz. Muss ich was sagen, oder? Ja, ich meine, du kannst ja auch deine Verbindung zu Italien, natürlich ist Nein, auch nein, da, oder? Schweiz. Schweiz, ganz kalte Schweiz, okay. Jetzt haben wir Pedals oder Flossen? Pedals. Habe los nicht gern. Warum magst du keine Flossen? Hat mir Füße weh und ich komme nicht vorwärts mit Flossen. Wieso kommst du nicht vorwärts? Ich kann alles, was mir hilft, ist nicht gut. Anti-Pedals ist das Beste. Anti-Pedal ist das Beste, okay. Ja. Tipptopp. Jetzt haben wir, wie beim Janik auch, Biberli oder Basler Leckerli? Basler Leckerli. Basler Leckerli. Ich glaube, der Janik wollte das auch. Der fand das auch cool. Magst du keine Biberlis oder jetzt Aber nur? Basler Leckerli ist besser. Ist besser, okay. Jetzt haben wir Ausdauerset oder Race Pace Set? Lieber Ausdauerset oder lieber Race Pace Set? Schwierig. Ich habe beides gerne, aber ich glaube, Race Pace ist besser. Also, ja. Weil dich da mehr auspowern kannst Es oder weil es ist, irgendwie sich näher zum Wettkampf ist wenn es so oder? mit Anzug ist und so, das finde ich dann cool. Okay, super. Freibad oder Hallenbad? Freibad. Aber ich trainiere nicht viel draußen. Aber es ist besser, dann wirst du braun. Das ist der einzige Grund für Freibad, ne? Ja. Okay. Wir haben jetzt nächste Runde. Offene Haare oder Zopf? Also Zopf einfach zu oder ein Ja, weiß Zopf? ich. Ja, so wie jetzt. Ich will kein Mädchen. Ich Ja, dann vermute mal, so. Zopf ist das, was du hast jetzt, ja. Ja, also offene Haare nicht so ein Ding, ist super. Ja, ich habe Also, so Locken, wo irgendwie so irgendwie durcheinander sind und das gefällt mir nicht so. okay, alles klar. Limmat oder Uster? Limmat, ganz sicher. TV, also normales TV oder Netflix? Momentan Netflix. Jetzt haben wir Janik auch gefragt, was hat er da? Hast du eine aktuelle Serie, die du gerade so reinziehst? Also stimmt, wenn du Netflix guckst, wahrscheinlich schon, aber Ich hast du habe irgendwas, wo du eine sagst, wow, Serie das kannst du geschaut, empfehlen? aber die habe ich, ja, nein, das ist ab 16. Ach so, Das heißt ja. Bodyguard, aber es ist spannend. Aber es hat nur 6 Episoden, deswegen geht es noch. Okay, also lieber Netflix aktuell. Aber sonst auch schon mal Fernsehen oder nicht so? Ab und zu so Germany's Next Topmodel, Shopping Queen. All die interessanten Serien. Okay. Jetzt haben wir eine Schwimmfrage. Brust schwimmen oder Rücken? Okay, ganz sicher. Nein, Brust. Rücken ist Das nicht war so so eine meins. kleine Fun-Frage, ja. Genau, jetzt haben wir so eine Krafttrainingsfrage. Lieber Squats, also Kniebeuge, oder Deadlifts, also so Kreuzheben. Squats. Ist Warum? besser. Also kannst du das besser, einfach von der Technik her, Dann oder kann magst ich du das mehr lieber? Gewicht nehmen, sonst fühle ich mich so schwach.
Im Deadlift. Okay. Ich muss so viel Gewicht haben. Ein Deadlift muss auf jeden Fall mehr Gewicht machen als beim Squat. Ich mache ihn nicht. Ja, jetzt langsam Zeit. jetzt haben wir wieder eine Essensfrage. Steak oder Pizza? Das ist schwierig. Ich habe Pizza mega fest gern, aber es kommt darauf an, wo. Also wenn ich in Italien bin, Pizza. Aber in der Schweiz wahrscheinlich eher Steak. Alles klar. Gute Antwort, ja. Wandern oder Biken? Biken. Wandern ist nicht meins. Ganz sicher nicht. Okay. Skifahren oder Snowboard? Kann ich beides nicht. Kannst du kein Skifahren, kein Nein. Snowboard? Echt nicht? Als Schweizerin? Hallo? Nein. Hast du noch nie, hast du noch nie in den Sportferien? Doch, einmal bin ich Skifahren, aber also ich kann nicht wirklich können. Also, als ich klein war. Und ja, Verletzungsgefahr ist zu hoch. Momentan. Okay, ja, momentan okay, aber ich meine, als Jugendlicher irgendwie da ein bisschen noch, also du, aber du könntest, wenn du jetzt Skifahren würdest, das. Go Schlittle, okay. Ja. Dann Schlittle, ne, okay. Genau, nächste Frage ist wieder so eine, ja, Style-Frage. Sneaker oder hohe Schuhe? Oder so. Sneaker. Sneaker, okay. Selbst kochen oder Lieferservice? Wenn ich Zeit habe, selbst kochen. Aber ich kann es nicht wirklich. Aber einfach so mal ausprobieren. Und Lieferservice schon mal benutzt? Also was benutzt ab und zu? Oder sicher oder? Schon, aber es ist besser selbst. Was ist so dein Favorit bei Lieferservice? Pizza. Was kannst du uns empfehlen? Pizza, ja. Okay. Jetzt kommt so eine Frage, da bin ich jetzt auch natürlich nicht so sicher, ob das jetzt, ich sag mal, Spülung oder Shampoo? Also, oder beides zusammen wahrscheinlich, oder? Beides, ja. Okay. Bei mir reicht manchmal Shampoo, die Mädels brauchen mal Spülung dazu. Ja. Genau. Jetzt eine Frage wieder so, zu Hause wohnen oder lieber eine eigene Wohnung haben? Ich wohne zuhause. Also das ist gut. Also zu Hause wohnen ist schon noch ja. Angenehm, ja? Ja. Muss nicht so viel selber machen. Aber irgendwann hast du schon mal Bock, eine eigene Wohnung dir auch zu nehmen. Ja. Oder eher eine WG? Nein, eigene Wohnung. Also wenn dann, ja. Nächste Frage. Wir haben noch 3 Stück. Autofahren oder lieber Radfahren? Autofahren. Es ist mir so krass. Okay. Janik hat auch Autofahren gesagt. Hat aber gesagt, das ist ein bisschen bequemer, du kommst schneller von A nach B und so, das ist schon okay. Ja. Wahrscheinlich für einen Sportler hätte er sagen müssen, unbedingt Radfahren, aber. In der Ferien Radfahren. Aber du hast ein eigenes Rad, ja. In Italien. Ich habe es da gehabt, das ist überall die Ferienwohnung. Okay. Wettkampf oder lieber Training? Beides etwa gleich. Ich kann Training mega gerne, aber Wettkampf auch. Also, wenn ich mich entscheiden muss, dann Wettkampf. Aber ich kann Training auch mega gerne. Tipptopp. Letzte Frage oder letzte, ja, genau. Lieber einen Strandurlaub oder lieber einen aktiven Urlaub? Strand, ganz sicher. Was ist dein Traumziel? Hast du Länder, die du gerne mal sehen möchtest? Bali wette, aber das ist zum Entdecken und so. Aber Bali und Seychellen wette ich. Und dann auch so ein bisschen tauchen, meine oder? Hochzeitsreise, wenn ich dort plane. Ich plane schon jetzt. Okay. Das ist gut. Und dann auch richtig mit Tauchen, oder ist Tauchen nicht so dein Ding im Film? Doch, Tauchen, ja. Ja. Hast du einen Tauchschein? In Guadeloupe habe ich etwas. Einmal bin ich gegangen, dann habe ich so Urkunde bekommen. Aber das war so das erste Mal gewesen. Dann müsste ich noch weitere Ausbildung machen. Aber auf jeden Fall, du magst ja mehr schwimmen und magst auch gerne tauchen, ne? Ich habe Angst vor Haien im Meer. Ja, gut. Ja. Okay. Weil ich bin zum Beispiel einer, der gar nicht tauchen mag im Meer. Aber gut, tipptopp. Im See so. Kann ich nicht tauchen. Also nicht tauchen, kann ich nicht schwimmen. See Weil kann ich nicht. Boden ist. Ja. Und ich habe immer Angst, dass irgendwelche Leichen unter mir sind. Okay. Gut, Lisa. Tipptopp.
Hast du den ersten kleinen Part überstanden?